Fahre, die haben jetzt ein Plenum. Möchte ich ja auch nicht. Ja. Aber darum, das ist ein Missverständnis, wenn man glaubt, Basisdemokratie würde solches Chaos produzieren. Basisdemokratie oder basisdemokratische Strukturen schaffen ja nur Strukturen oder haben die Chance, Strukturen zu schaffen, in denen man bestimmte systemimmanente Probleme im Sinne des allgemeinen Interesses diskutieren und vielleicht eine Lösung zuführen kann. Und dann kann man wieder die Sachen machen oder muss sie machen, die zu tun und zu erledigen sind. Es ist schwierig und immer ein Minderheitsprogramm, sich eine Welt vorzustellen, die auch nur ein bisschen anders ist als die täglich erfahrene. Das sehen wir bei jeder Gelegenheit. Aber gleichzeitig gibt es heute vernünftige Exempel, auf die man verweisen kann, die einem das erleichtern, die Notwendigkeit von nachhaltigen Änderungen herzustellen. Und wir können uns ja jetzt mehr oder weniger am Jahrestag des Mauerfalls ja auch daran erinnern. Vor 20 Jahren ist der eiserne Vorhang gefallen, ist die Mauer aufgegangen, sind ganze Systeme zusammengebrochen, die ganzen journalistischen Systeme in Osteuropa. Und noch eine Woche vorher hat sich es keiner vorstellen können. Es hat keiner kommen gesehen, hat keiner gewusst. Ja? Aber gleichzeitig haben alle gewusst, was die Probleme sind. Und alle haben gewusst, da drüben ist nicht das Paradies, da ist eine große Unzufriedenheit. Und wenn 70.000 Menschen in Leipzig demonstriert haben, hat man gesagt, na gut, 70.000, das ist schon sehr viel. Und wie viele Millionen Einwohner hatten die DDR? Und wie viele Millionen Soldaten hat der Warschauer Pakt? Gut, und ihr seid jetzt 70.000. So, das als Grundlage für eine medienkritische Debatte. Gibt es eigentlich eine Zeitung, oder also über Internet hinaus, also konkret, klassisch, konservativ, ein Printmedium der Studenten? Salzburger oder überhaupt? Überhaupt. Eine tägliche Arbeitszeitung oder? Naja, aber da gibt es irgendwas, eine Woche wöchentlich. Das war verteilt am Markt, überall. Also, weil es ein spannender von der kommunikationswissenschaftlichen Uni, dass man sowas versucht zu produzieren. Ja. In Wien gibt es zum Beispiel den ÖH-Kurier, das ist ein Studentenmedium und vor allem gleich von ÖH, wo die Schülerinnenvertreterinnen jeweils einmal pro Woche was produzieren können. Das kommt jede Woche raus, das ist verschiedene Standorte der Universitäten verfügbar. So Informationsstände. Und ungefähr 20 Seiten, da ist alles dabei, vom Mensa-Plan bis eben zu kritischen ÖH-Artikeln. ÖH-Kurier nennt sich das Ganze, kann man downloaden auf der Homepage. Links. Aber ich weiß, da ist jetzt bei der neuen ÖH-Links auch so. Genauso wie die Unipress und das Progress und bla bla. Ich meine, die ÖH macht Zeitungen. Ja, aber das glaube ich. Das ist beim Kurier und nicht selber. Aber in Wien hat es mit Gesetzerinnen und Gesetzern schon einmal eine Ausgabe gegeben, ich glaube jetzt am Montag oder so. Morgen. Das ist eine Ausgabe in Wien eigentlich, oder? Ich kenne eine, aber die war ziemlich erfolgreich. Also da waren viel zu wenig Leute, das haben die Leute auf Straßen nicht mehr haben. Aber die Leute rechts sind wahrscheinlich eher noch. Sie haben immer noch Studentinnen machen. Es ist ja perfid, wie. Also es geht nicht nur darum, dass einfach falsche Fakten in den Medien vermittelt werden. Die Perfidie ist ja auch, dass die Medienkonsumenten, dass die Menschen, dass die Zeitungsleser auch verhetzt werden. Ja? Das ist ja der gemeingefährliche Aspekt.
eine falsche Information zu bekommen, muss ja noch nichts bedeuten. Selbst wenn es den Medien gelingen würde, also wirklich in der Mehrzahl der öffentlichen Meinung, in der Mehrheit der Öffentlichkeit durchzusetzen, dass die Erde eine Scheibe ist, wäre das auch egal, letztendlich. Ja? Das, an sich bewirkt ja doch nichts, eine Dummheit oder ein faktischer Fehler. Weil es haben ja bekanntlich vor der kopernikanischen Wende alle Menschen im Glauben gelebt, die Erde ist eine Scheibe und trotzdem hat es funktioniert. Das heißt, das ist unerheblich. Aber gemeingefährlich wird es, wenn Verhetzung passiert, wenn Menschen gegen andere aufgehetzt werden. Wenn zum Beispiel geschrieben wird, warum wollen die Studenten eigentlich nichts zahlen fürs Studieren? Warum soll Bildung gratis sein? Der Steuerzahler muss dafür aufkommen, dass einige wenige gratis studieren dürfen, um nachher mehr Geld zu verdienen, wie die es finanziert haben. Ja? Ich meine, das ist eine groteske Argumentation. Das ist eine vollkommen und grenzt an Volksverhetzung. Weil natürlich, und das merkt man ja auch, man muss ja nur Taxi fahren, man sagt, warum soll das zahlen, dass die studieren dürfen? Wie meine studieren dürfen? Ja? Und die schauen dann eh auf mich, aber wenn dann sind fertig sind, dann verdienen sie mehr und sind was Besseres. Und warum soll das zahlen? Ja? Und diese Stimmung wird mitproduziert von den Medien. Und die anderen. Und das ist so komisch, dass es so kompliziert ist, begreiflich zu machen, dass die öffentliche Hand gewisse Grundaufgaben hat. Und dazu gehört Bereitstellung von Bildungsinstitutionen, genauso wie von Spitälern oder von Straßen. Und kein Mensch in diesem Land würde sagen, warum soll ich das zahlen, dass da Autobahnen bei Imst gebaut werden, wo ich doch nur im ersten Bezirk herumgehe. Ja? Das ist eine Aufgabe der Öffentlichkeit, die hat es zu finanzieren. Kommunikation ist ja auch Kommunikation im Sinne von Verkehr. Ich muss Möglichkeiten haben, wohin zu kommen. Ja? Straßenbau, Spitäler. Gibt es einen Österreicher, der sagt, ich sehe nicht ein, warum Spitäler gebaut werden? Gibt es nicht. Weil klar ist, dass Spitäler brauchen. Und dafür zahlt man ja Steuern. Aber wieso glauben Sie, dass man keine alphabetisierten Menschen braucht? Ja? Weil wenn man sagt, warum soll man die Universitäten finanzieren, da können wir ja einen Schritt zurückgehen, warum soll man auch Schulen finanzieren? Nur weil die Maria Theresia, bitte, allgemeine Schulpflicht eingeführt hat, was haben wir mit der Maria Theresia zu schaffen? Die kann leicht allgemeine Schulpflicht einführen, wenn es Kaiserin ist und 7 Kinder hat. Ja? Nein, das muss kommuniziert werden können, es muss vermittelt werden können, dass es zur grundlegenden Aufgabe der öffentlichen Hand gehört, Kindergärten, Schulen, Universitäten zu finanzieren. Und zwar ausreichend zu finanzieren. Ja. Und dann kommen ja immer dann die Superschlauen, die dann immer erklären, wie undemokratisch das ist. Wie undemokratisch das ist. Die sagen, das ist doch undemokratisch, dass man zum Beispiel für einige wenige das macht. Da sagt man ja, wir wollen es eh für alle, wir wollen ja offene Universitäten ohne Zugangsbarrieren. Das ist wie, was ich mit Theater, eine Gesellschaft kann für sich beschließen, sie will Theater haben. Ja? Und es gibt zum Beispiel das Burgtheater, das kostet 100.000 Euro der Steuerzahler pro Tag, auch wenn es ausverkauft ist. Mit jedem Kalendertag, jeden Kalendertag, nicht nur jeden geöffneten, mit jedem Kalendertag zahlt die öffentliche Hand 100.000 Euro in das Burgtheater. 400.000 Euro pro Tag in die Bundestheater. Die Bundestheater, sie haben eine Stadt. Ja? Und trotzdem wird man Menschen finden, die noch nie im Burgtheater waren. Ja? Und trotzdem ist es demokratisch, wenn eine Gesellschaft für sich beschließt, wir wollen Theater haben, wir wollen ein kulturelles Leben haben und wir bieten das an. Und wir machen die Karten ein bisschen billiger, dafür müssen wir mit der öffentlichen Hand Defizite aufbauen. Ja? Es geht also nicht darum, Bevölkerungsgruppen und Interessenskonstellationen gegeneinander auszuspielen. Und man sagt, den interessiert das und den interessiert das nicht, mit der Partizipation machen wir gar nichts, ersparen wir Steuergeld, sondern wenn man sagt, was wollen wir als Gesellschaft haben? Wir wollen eine freie, demokratische Gesellschaft mündiger Bürger. Und ich kann das nur erreichen und ich kann das nur haben und ich kann das nur leben, wenn die Menschen wirklich mündig sind. Voraussetzung für Mündigkeit ist Bildung. So. Wenn wir uns darauf einigen,